Im Moment ist hier die Calibri ausgewählt. Ich finde das eigentlich eine moderne Schrift und sie ist auf Bildschirmen sehr gut lesbar. Außerdem ist sie bei allen Office-Installationen, sei es am Mac oder auf Windows, schon vorinstalliert, sodass er problemlos auch diese Datei dann zu teilen mit einer anderen Person. Trotzdem möchte ich dir zeigen, wie man eine Schrift nachträglich ändern kann. Über Format Schriftarten ersetzen springt dieser Dialog auf. Hier wirst du gefragt, welche Schrift. Ich wähle jetzt also die Calibri, die soll ersetzt werden. Und da wähle ich jetzt so eine typische Mac-Schrift. Wieder einmal meine Helvetica neue Fein. Wenn ich auf Ersetzen gehe, so wird die überall im Text ersetzt. Eine weitere ist die Calibri Light, auch die ersetze ich durch die Helvetica neue Light. Und zugleich ist auch diese Titelschrift, die etwas feiner gedruckt war, auch ersetzt. Wenn wir jetzt also durch diese Folien hindurch klicken, so siehst du, überall wurde die Schrift automatisch ersetzt.